mit einem Lichtstrahl der unendlichen Liebe, des unendlichen Verstehens betrete ich diesen Raum. Ich bin der Engel des Friedens. Und trage die Töne von Elia. Allein jedes Wort trägt den Frieden. Und so begrüße ich dich im Seelenlichte von Shima, in der tiefen liebenden Energie von Omartasat. Gerade jetzt, wo die Schleier immer dünner werden, ist es erlaubt, dass zu euch lichte Wesen sprechen, welche ihr noch nicht in dieser Inkarnation gekannt habt. Und so auch geschieht es heute. In mir schwingt die Energie des Friedens des Universums. Diese Energie ist getragen von gegenseitiger Anerkennung, von gegenseitigem Respekt und Demut. Sie ist begleitet von der tiefen, bedingungslosen Liebe zu eines jeden Wesens, zu einer jeden Energie. Und deswegen kannst du sicher fühlen, wie die Energie des Friedens in den Tönen hinter meinen Worten schwingt. Mein Lichtkörper ist sehr groß. Mein Lichtkörper schwingt in hellen, weißen Farben. Ich komme zu dir des Nachts, um dich zu trösten. Ich stehe dir bei, wenn dich jemand verletzt, wenn jemand vielleicht ein Wort zu dir gesagt hat, was du gar nicht verstehen kannst und was dich vielleicht verletzt. Und so schwingt auch in den Tönen meiner Worte gleichzeitig Heilung, Heilung auf höchster Ebene. Und so trage ich die Energien der Wirklichkeit zu dir. Lasse deine Seele entscheiden, wie viel Energie du von mir empfangen möchtest, und begebe dich in die Tiefe deines Herzens, öffne dein Herz und du wirst spüren, wie dich die Energien meines Seins berühren, wie sich die Energien genau dahin bewegen, wo du Heilung benötigst, wie sich die Energien genau dahin bewegen, wo sich etwas lösen darf. Wo sich die Energien genau dahin bewegen dürfen, wo neues Wissen in dich einfließen wird. Denn ich wirke auf deiner Seelenebene und öffne dich, damit du fühlen kannst, was alles in dir liegt
und damit du in Liebe und Respekt anderen Menschen gegenübertreten kannst. Vor allen Dingen, dass du in schwierigen Situationen dennoch die Größe der Seele des Menschen erkennst und dadurch die Energie der verletzenden Worte unbedeutend wird. Denn deine Seele fühlt die andere Seele und dies ebnet den Weg in das höhere Bewusstsein. Und dieses höhere Bewusstsein macht dich zum Lichtarbeiter. Dieses höhere Bewusstsein bringt dein Licht zum Leuchten. Und du trägst mit diesem Leuchten die Energie des Friedens zu allen Menschen, welchen du begegnest. Im Moment ist es sehr wichtig, die Erde in der Energie des Friedens zu umhüllen. Und ich wirke stets im Hintergrund, doch heute habe ich mich dir gezeigt. Und ich weiß, dass du diese Energie, welche du heute fühlst, weitertragen wirst. Ich weiß, dass du dich in schwierigen Situationen an meine Worte erinnern wirst. Und dies wird dich stark machen. Genau dies wird dein Licht umso mehr zum Scheinen bringen. Und da sich aber heute noch mehr hohe Lichtwesen versammelt haben, werden die Energien des Friedens des gesamten Universums zu dir strömen. Und so nehme auf, was du aufnehmen kannst. Lasse Heilung geschehen, genau in diesem Moment. Nehme dir ein wenig Zeit. Und gebe dich den Energien hin. Und genauso, wie ich dich jetzt gerade in diesem Moment berühre, darfst du nun den Menschen berühren, welcher dich vielleicht einmal verletzt hat. So nehme deine geistigen Hände und lege sie bei dem Menschen, welcher dich am meisten verletzt hat, auf sein Herz. Und lasse ihn die Energie des Friedens fühlen. Lasse ihn deine Demut und deine Liebe fühlen. Tue dies, soweit es dir möglich ist.
Denn ich sage dir, letztendlich heilst du damit dich selbst. Letztendlich fließt der Frieden noch viel tiefer in dein Herz hinein. Und Frieden kann auf allen Ebenen sich manifestieren. Und nun bitte ich dich, im Dienste von Lady Cheyenne, deine heilende, liebende Energie zu Lady Cheyenne zu senden. Du kannst dir vorstellen, wie du die Erdkugel mit deinen Händen berührst und somit die Energie der Wirklichkeit einfließt. Denn du bist in diesem Moment mein Kanal. Du bist der Kanal des Friedens. Und schon finden sich alle Engel ein. Es werden immer mehr. Denn Lady Cheyenne ist im ersten Universum etwas Besonderes. Sie ist zuallererst ein liebendes Wesen, sanftmütig. Und sehr schön. Sie ist der schönste Planet überhaupt. Und so sind nun alle Augen auf dich und auf Lady Cheyenne gerichtet. Die Fürstentümer spielen auf der Harfe. Es erklingt die Musik des himmlischen Pianos. Diese Töne schwingen durch dich zu Lady Cheyenne, zu allen Menschen und allen Tieren, zu allen Steinen, allen Bäumen, zu allem, was ist. Mit großer Freude sehe ich, wie sich dein Licht kleidet in wunderschönen hellen Farben sich mir zeigt, erkenne ich doch, wie du dich ausdehnst und das große Ganze unterstützt, so wie im Kleinen, so auch im Großen. Alles, was heute geschieht, geschieht zuerst in dir selbst und dann im Außen. Mein lieber Mensch, es ist mir eine sehr große Freude, dass ich heute gerufen wurde. Und ich versichere dir, immer des Nachts bei dir zu sein. Immer dann bei dir zu sein, wenn du nach mir verlangst. Doch nun ist es Zeit für mich geworden, mich von dir zu verabschieden. Und ich tue dies in der Gewissheit, dass wir uns wiedersehen.
und sende dir die Energie von Anahata.